Bunkerkoller. Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren. Albert Einstein. Tag 1. Die Kriege, die wir kannten, dauerten Jahre. In seltenen Fällen dauerten sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Doch dieser Krieg stellt eine neue Dimension von Zerstörung dar, welche noch lange anhalten würde. Alleine sitze ich nun hier, 5 Meter unter der Erde, und lache. So viele Menschen starben auf einmal und hinterließen kein Andenken an ihre Existenz. Sie haben Personen wie mich ausgelacht, meinten, dass es unnötig wäre, Bunker zu bauen. Doch am Ende, als ich in Sicherheit war, versuchten sie sich einzuschleimen. Aber mit einer Explosion verstummte alles. Ich dachte, die Zeit stand still und kein einziges Geräusch drang durch den Stahlbeton. Jetzt ging es darum, die Zeit des Fallouts zu überleben. Wenn ich mich nicht verzählt hatte, müssten die Vorräte für 56 Tage reichen. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Morgen kann ich vielleicht weiterdenken. Tag 2. Die Rechnung, die ich gestern ausgerechnet hatte, war fehlerhaft. Die Vorräte hätten für 80 Tage reichen müssen. Früher darf ich dieses gottverdammte Grab nicht verlassen, sonst werde ich zu stark kontaminiert. Das wäre eine tödliche Dosis an radioaktiver Strahlung, wenn ich den Bunker so früh verlassen würde. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich einfach hier unten verhungern? Ich werde einfach so lange wie möglich durchhalten. Tag 3. Das Leben hier unten ist schrecklich. Ich höre nichts, was darauf schließen lässt, dass irgendetwas da oben lebt. Sollte ich es jetzt beenden? Nein, ich werde durchhalten. Und das bis zum Schluss. Tag 4. Ich werde jetzt immer einen Tag auslassen. Es bringt nichts, in ein Buch zu schreiben, wenn man selbst oder jemand anderes nicht darin liest. Wen interessiert das hier unten schon? Gott hat diese Welt schon vor 4 Tagen verlassen. Und ich bete immer noch jeden Tag. Vielleicht sollte ich damit aufhören und etwas Nützliches machen. Wenn es hier unten überhaupt etwas zu tun gäbe. Tag 6. Gestern habe ich gedacht, dass jemand über die Bunkertür läuft. Es klang wie ein lautes Stampfen. Lebt vielleicht doch noch jemand? Oder war das nur meine Fantasie? Ich habe das Verlangen, die Oberfläche zu betreten. Wie ein Wurm, der droht zu ertrinken und seinem Wurmloch entflieht. Es ist aber erst der 6. Tag. Ich würde sterben, wenn sich die Bunkertür öffnen würde. Tag 7. Scheiß auf den Tag dazwischen. Heute kam wieder ein lautes Geräusch von oben. Mich packt langsam die Angst. Doch eine Woche habe ich schon ausgehalten. Und 7 warten noch auf mich. Tag 10. Ich habe garantiert wieder was gehört. Diesmal waren es Stimmen, da bin ich mir sicher. Doch wer ist das? Wer versucht, mich in die Paranoia zu treiben? Tag 14. 2 Wochen schon. Die Vorräte reichen noch. Doch der Wasserhahn vom Waschbecken tropft seit heute früh schon. Er tropft und tropft und tropft und tropft und tropft. Wie lange muss ich das noch aushalten? Tag 17. Stimmen. Schon wieder Stimmen. Sie flüstern, als ob ich sie nicht hören würde. Aber was wollen sie mir sagen? Sind sie freundlich? Oder wollen sie mich töten? So viele Fragen und keine Antworten. Aber es lebt doch niemand mehr. Und doch spricht jemand.
irgendjemand spricht. Vielleicht bin ich es, der spricht. Tag 19. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich bin allein. Willst du mit mir sprechen? Oder willst du wie die anderen über mich flüstern? Existierst du überhaupt? Bist du vielleicht tot wie die anderen? Dann kannst du nicht sprechen. Also schweig! Tag 21. 3 Wochen. 3 Wochen. 3 Wochen. So lange schon allein. So lange schon hier unten. Aber wer redet dann, wenn ich allein bin? Vielleicht du? Nein, 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 nein. Nur ich rede hier, sonst niemand. Und der Wasserhahn tropft. Tag 25. Keine Sorge. Oh, ich bin für dich da. Und werde niemals gehen. Wer bist du? Ich. Ich bin ich. Nur ich. Und sonst niemand. Und der Wasserhahn tropft seit Tagen. Tag 28. 4 Wochen. Es klopft von oben. Und sie flüstern weiter. Doch heute lachten sie. Sie lachten über mich. Aber warum? Tag 31. Hallo. Wie geht es dir? Gut oder schlecht? Warum bist du noch nicht tot? Warum bist du hier? Wegen mir ganz bestimmt nicht. Ich bin wegen dir hier. Ich bin hier, weil ich hier nicht weg kann. Das ist deine Schuld. Aber ich hab doch gar nichts getan. Warum hast du mich dann? Stirb einfach. Dann sterbe ich eben. Tag 35. Ich verstehe die Stimmen von draußen. Sie wollen, dass die Tür geöffnet wird und ich an die Oberfläche komme. Sie flüstern und lachen, wie schön es ist, oben zu sein. Ich will raus. 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 Tag 49. Du stirbst, so oder so. Beende es jetzt, dann leidest du nicht. Welche Woche haben wir? Ich will hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Tag 50. Ich weiß es jetzt. Egal, ob der Bunker offen ist, der Wasserhahn tropft, oder die Stimmen flüstern. Ich schaffe es nicht. Dann beende es einfach und wir beide sterben endlich. Tag 51. Stirb, verreck, krepier. Lass es aufhören. Bitte. Tag 56. Hörst du jetzt auf? Wir haben so lange überlebt und den letzten Tag erreicht. Die Vorräte sind aufgebraucht und der Wasserhahn tropft nicht mehr. Du hast es geschafft. Wir sind am Ende. Hörst du denn nicht? Wir haben es hinter uns. Jetzt töte mich. Töte mich! Aber...
Wenn ich dich töte, sterbe ich. Dann stirb.